Ich darf Sie nochmals herzlich willkommen heißen, liebe Handballfreunde, nach dem 23. Spieltag der dritten Handball-Bundesliga Süd zum Trainergespräch nach unserem heutigen Heimspiel gegen den VfL Vullingen. Halbzeitstand 14:18, Endstand 24:34. Beste Torschützen von den Gästen Mark Breckel mit 10 Toren. Und von Seiten hinter Rhein-Neckar-Löwen Tim Ganz mit 5 Toren, davon ein 7-Meter. Bevor die Herrschaften das Wort haben, habe ich für Sie noch die Endergebnisse vom heutigen Spieltag. Und zwar bereits gestern spielten Saarlouis 2 Brücken Saarpfalz 29:24. Heute Pforzheim Hasloch 38:22. Neuhausen-Filder, Wadingen-Wallstätten 20:30. Danzenberg, Baden-Baden 32:19. Oppenweiler-Backenankorn, Westheim 30:31. Bühlstedt-Fürstenfeldbruck 31:27. Und Konstanz-Horkheim 29:26. Begrüßen darf ich nochmal zu meiner rechten Gästetrainer Frederik Riesbach und zu meiner linken Michel Ab und weiter noch Junglöwe Tim Ganz. Traditionell hat zuerst das Wort unser Gast Frederik. Bitte deine Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, guten Abend von meiner Seite auch. Ich bin heute tatsächlich einfach nur sehr, sehr stolz, sehr, sehr erleichtert. Ich finde, meine Mannschaft hat einen grandiosen Job gemacht. Wir hatten die Woche teilweise 2, gegen Ende hin 3 Rückraumspieler im Training. Haben jetzt Gott sei Dank mit Flo Mück, der dann auch Kurzeinsätze machen konnte, den 4. dazu bekommen. Ansonsten haben die durchspielen müssen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich bin sehr, sehr angetan von der Mannschaftsleistung. Ich habe da einen riesen Respekt davor, weil ich auch weiß, wie es ist, wenn man 5 Spiele verliert. Dann ist jeder Pass noch mal ein bisschen unsicherer, dann ist das Ball fangen, was man sonst im Schlaf macht. Wird aber einmal auch zur Riesenaufgabe. Dazu natürlich noch eine offensive Abwehr, die genau das provoziert. Wir hatten, glaube ich, vor dem Spiel, haben wir uns gesagt, wir haben kaum eine Chance. Das Schöne im Sport ist, man hat eben auch bei kaum eine Chance, hat man eine Chance, wir wollten dafür arbeiten. Ich denke, wir haben uns den Sieg heute verdient, erarbeitet. Und nochmal Hut ab von meiner Mannschaft. Perfekt, natürlich perfekte Matchplanumsetzung. Geduld gehabt, Disziplin gehabt, clever agiert. Großes Kompliment. Ja, werden Sie heute Abend, glaube ich, auch ausgiebig feiern, auch zu Recht. Und dann werden wir den Blick an nächste Woche wieder richten. Da geht Abstiegskampf weiter, wir brauchen noch mehr Punkte und da wollen wir wieder arbeiten. Danke. Schönen Dank, Herr Leutner. Ja, Michael, vor einer Woche ein fantastisches Spiel, heute ein gewaltiger Unterschied, würde ich mal sagen. Was waren heute die Gründe, deine Einschätzung bitte zum Spiel? Ja, Freddy, herzlichen Glückwunsch. Das ist genau andersrum gelaufen als letzte Woche, wo wir mit unserer 5-1-Abwehr gut ins Spiel gekommen sind. Heute war es die 5-1-Abwehr von Tulling, die uns vor Probleme gestellt hat. Dann haben wir uns eigentlich vorgenommen, die zweite Welle, die Gegenstöße von Tulling zu verhindern. Ich glaube, die ersten 4 Tore waren Gegenstöße. Und da ist alles irgendwie gelaufen, wie wir es uns nicht vorgenommen haben. Ich glaube, es tut uns aber trotzdem jetzt ganz gut für die nächsten 2 Auswärtsaufgaben in Konvestheim und in Konstanz, dass wir alles mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Wir waren da in einem großen Flow drin, den haben wir natürlich genutzt. Und dann merkt man einfach, dass die Liga sehr stark ist, auch die Mannschaften, die vielleicht in der Tabelle unten drin stehen, noch gar nicht so schlecht Handball spielen können. Und dann langt es einfach nicht mit 95% Einsatz zu spielen. Da müssen wir jetzt die Woche wieder härter trainieren, müssen uns ein bisschen die Köpfe freikriegen, hatten jetzt eine turbulente Woche, vielleicht nicht ganz die freien Köpfe. Und dann denke ich, dass wir jetzt nach vorne schauen sollten, das Spiel schnell abhaken und das ganze Spiel jetzt nicht auf unsere hervorragende Runde beziehen sollten. Schönen Dank, Roland. Vor heutigen Spiel wart ihr Tabellen-Elfter. Eure Zielsetzung, die Vorgabe im vorderen Mittelfeld. Seid ihr noch im Soll oder hängt ihr hinten dran? Und was sind die Ziele für die restlichen Spiele?
Also für heute sind wir im Soll. Wir haben 2 Punkte, das war das Ziel, da sind wir ein bisschen vor dem Soll. Ziele. Wir haben eine Saison bisher mit sehr, sehr vielen Höhen und Tiefen. Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir uns auf uns konzentrieren, wenn wir wirklich dieses Wort Abstiegskampf für uns akzeptieren. Weil wie schnell es gehen kann, wenn man einen Negativlauf hat, das haben wir gesehen. Ich bin jetzt heute aufgeregt, wie die Mannschaft die akzeptiert hat, dass sie viel verlieren kann in der Liga. Das ist eine Tatsache, die uns weiterbringt. Weil ich finde, die Gefahr ist immer, wenn man denkt, man steigt eh nicht ab. Genau, die Mannschaft trifft sich hinterher. Und wir müssen uns, wenn man die Tabelle liest, einfach diese Gefahr stellen. Die gibt es. Das ist, glaube ich, in den Köpfen drin. Trotz allem ist es sehr, sehr gut gelungen. Aus diesem Wort Abstiegskampf, nicht mal zu verkrampfen und nichts, sondern trotzdem gut zu trainieren, auch mit Spaß zu trainieren, auch mal den Camper zu spielen, auch mal zu lachen. Weil die Kombination wird es erfolgreich machen. Von daher gucken wir weiterhin, dass wir in jedem Spiel, wie wir es bisher auch getan haben, werden wir alles dran setzen, 2 Punkte zu holen. Daran ändert sich nichts und wo wir am Ende stehen, ja, sehen wir dann. Schönen Dank. Ich habe es vorhin angesprochen, 2 Auswärtsspiele, einmal Korn-Bestheim und Konstanz, Tabellenführer, sind natürlich wieder 2 schwere Spiele. Welche Erkenntnis nimmst du einmal mit von heute für die 2 Spiele und wie viele Punkte möchtest du gerne mit nach Hause nehmen nach den 2 Auswärtsspielen? Ich würde am liebsten die 2 Punkte in Konstanz mit nach Hause nehmen, weil es sensationell ist, dort in der Halle vor 1000 Leuten zu spielen. Und die Erkenntnis wird eigentlich sein, dass wir in beiden Hallen nur bestehen können, wenn wir über Emotionen gehen, wenn wir uns voll reinhängen ab der ersten Sekunde und dadurch unsere individuelle Qualität wieder hervorrufen können. Und dann bin ich mir sicher, dass wir da bestehen können. Eine Frage noch, Michel. Ein Mosaikstein, dass alle unsere Spieler der A-Jugend und auch unsere Spieler der dritten Mannschaft fit sind, ist nicht nur unserem Physio Marcel Schad zu verdanken, sondern auch unserem Athletiktrainer Florian Schulz, der bis hierher zu kurz gekommen ist. Kannst du vielleicht ein paar Worte über den Flo unseren Fans bitte mitteilen? Ja, du hast es angesprochen, wir fangen bei Marcel an, der jetzt die letzten Wochen oft im Urlaub war, aber mit Tilo zusammen hervorragende Arbeit leistet. Das sind die beiden Physios, die dann in der A-Jugend dritten Liga Gas geben. Und dann natürlich haben wir mit dem Flo dieses Jahr einen Athletiktrainer bekommen, der tagtäglich in der Halle ist, der individuelle Pläne erstellt. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Fakt, wie er mit den Jungs arbeitet, die fitter macht, die handballspezifisch auf die Belastung vorbereitet. Und da kann man Flo an dieser Stelle nur ein riesen Kompliment aussprechen. Ich denke, der ist jung, der zieht es weiter durch, der ist bemüht, arbeitet viel und da können wir dankbar sein, dass wir ihn haben. Wunderbar, okay, dann wisst ihr alle Bescheid. Also ihr seht, es wird hervorragende Arbeit geleistet. Draußen noch Fragen an die Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich nochmals hinweisen für das nächste Heimspiel. Das wäre dann am 6. April um 20 Uhr. Haben wir dann hier in der Stadthalle in Östringen die HG St. Louis. Euch darf ich einen schönen, gesunden Nachhauseweg wünschen. Feiert nicht so kräftig. Okay, Sonntag steht noch bevor, dann geht's dann durch. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal, wie schon gesagt, liebe Fans, beim nächsten Heimspiel. In diesem Sinne, schönes Wochenende, machen es gut, tschüss und auf Wiedersehen.